So, wir sind da also jetzt wieder beim Fabian. Hoi Fabian. Hallo. Redest du alles auch dabei? Sag ich Hallo. Hallo. Und das ist jetzt also deine Neuanschaffung, wo ich dir jetzt da, wo ich dir abholen durfte. Was haben wir da Schönes? Also Fünfgang weiß ich mal. Sachs. Ein Herkules K50. Herkules K50. Hat die noch 50 Kubik? Oder hat die 50 Räder? Warum heißt die 50? 49 Kubik. Ah, okay. Luca ist auch da. Hoi Luca. Hallo. 49 Kubik. Also wie ein Mofa. Nein, aber ein Kleinmotorrad. Kleinmotorrad. Mit 5 Gängen. Fußgeschalten Kickstarter. Wow, ganz toll. Und aus welchem Jahr ist das Teil ungefähr? 1966. 1966? Hast du nicht filmen? Das ist die Plakette. Ja. 1966. Man muss dazu fügen, Fabian ist jetzt 13 Jahre alt. Baut sich das mit seinem Bruder selber zusammen, das Motorrad? Baut sich das auf? Ist total stolz? Konnte es kaum erwarten, bis das da stand? Und als es da war, hat er gerade runter und gerade angefangen zu mechern. Und da hat er schon was lackiert. Zündungsdeckel. Aha. Hier diese Seitenschutz, die waren verrostet. Ja. Musste ich auch mal lackieren. Seiten auch. Jawohl. Das ist dort die Fahrradpumpe. Ah, okay, da kann man auch die Radpumpe reinmachen. Und da hat es diverse Teile dazu. He? Das DKW, das habe ich ja schon mal bereits im Film gehabt. Das wird auch komplett aufgebaut. Hat es einen neuen Auspuff gegeben? Oh ja, genau. Das ist, also, das ist der zweite von denen. Das ist der. Der schöne, der kommt hier dran. Der schlechtere habe ich hier. Ah, die haben den gleichen Auspuff? Nein, das ist. Der hier ist von der. Aha. Aber ich habe ihn, weil ich zwei habe, ja, habe ich einfach den gekauft. Hier sind die Feder. Die Originale. Ja. Dichtung. Hier sind, die habe ich auch noch dazu bekommen. Das sind neue Motordichtungen, ne? Für den Zylinderkopf? Nein. Diese hier. Ah, wunderbar. Zylinderkopf konnte ich bestellen. Hier ist die neue Zündung. Wirklich bald neue. Ja, und ich muss. Die war einfach dabei. Das hier ist ein Dichtsatz. Zylinderkopf. Ja. Neue Lager. Sind alles dabei gewesen. Das macht dir Spaß, das ist der große Teil vom Original. Ein New Old Stock Schaltung. Weil das heißt, es war ein neues Teil, das nicht verkauft wurde und jetzt einfach 40, 50 Jahre da gelegen hat und oder 60 Jahre sogar neu. Genau so. Der Motor ist aber nicht frisiert, oder? Der ist original, oder? Ist alles da irgendetwas aufgebaut? Dieser hier habe ich gestern schon angeschliffen. Der wird auch lackiert, wie der Deck, den wir vorhin gesehen haben. Da bin ich dran am Schleifen. Riesenaufwand. Ja, das gefühlt. Da ist der neue Vergaser, der war auch dabei. Ah, oh, cool. Die hier, hätte ich gesagt, die wären auch neu. Das hier ist eine gebrauchte. Was ist das, Zündspule? Ja. Die Zündung habe ich ausgebaut. Und hier ist eigentlich der zweite Motor. Das ist auch noch spannend. Es gibt zwei Motoren dazu. Irgendwo sollte das Teil. Nicht hier, aber. Hier sind noch die fünf Gänge. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. So sieht das Innenleben von einem 1960 aus. Also Sachs. Ein Sachs. Moment. Zahnräder. Ja. Du,
bearbeitest das wie selbstverständlich. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie ein Getriebe auseinandergenommen, einen Motor auseinandergenommen, einen Zylinder weggenommen. Der wurde gehornt, sieht man ja. Überholt? Okay. Neuer Hornschliff. Wow. Lackiert mit hitzenbeständigem Lack. Das gleiche mit dem Zylinderkopf. Wer eigentlich sucht für eine K50, ich hätte noch eine Führung, ich habe nämlich drei von denen. Oh wow, habt ihr das gehört? Also wenn einer einen Zylinderkopf sucht für einen K50? Also der Gaser ist auch zu verkaufen, einfach sobald der TÜV komplett ist, könnt ihr alle Teile bei mir erwerben, die nicht gebraucht wurden. Also das heißt, du willst es nicht lieber behalten, falls du dann mal... Nein, ich glaube nicht. Hat jemand anders Freude. Also solche Wellen, die Getriebe, kann man alles bei mir käuflich erwerben. Ah. Okay. Was hast du mit diesem Sachs auch so gemacht? Jedes Teil auseinandergeschraubt? Ist der Auspuff eigentlich so original? Sie hat fast alles erwachsen. Warte mal, kannst du mal da den Krümmer machen? Mal rein, ja. Aber es ist schon ein bisschen auffällig, da so Luca mit dem Auspuff. Das sieht jetzt sogar ein blinder Polizist, dass das irgendwie nicht so ganz stimmt. Mhm. Und da ist das zweite, ja? Das Legnano. Ich habe dem Fabian zwei Legnano gebracht. Einer ohne Räder, einer mit Rädern und also dann extra noch. Räder. Aber die Räder waren dann schon alle dabei. Und das Legnano? Motor liegt hier. Ja. Der läuft. Läuft und fährt. Fährt. Und zwar etwa 45. Und das ist doch das Herkules, wo ich vielleicht einmal erwerben kann. Vielleicht oder auch nicht. Aber vielleicht auch erst in 10 Jahren, egal. Und das natürlich mit einem Herkules Sachs. Das meistgesuchteste eigentlich, oder? Dieses Modell ist schon. Ja, sie werden viel gesucht, aber es hat auch viele von diesen. Ja. CH-Modell. Hier ist mein neuestes Projekt. Eine Rixe Sachs 504. Aber da sind die Motorenhalter leider abgeschnitten worden. Hier sieht man es, da war ein Halter. Habe ich mir überlegt, ja, was kann man dann da für einen Motor reinmachen? Dann nehmen wir ein E50. Ist doch eine gute Idee. Er passt so knapp rein. Das sollte auch gehen. Wow, gute Idee. E50, ist das vom Puch? Ja, das ist von einem Maxi zum Beispiel. Ah ja, genau. Noch hier, ohne ist der Kupplungsdeckel, den man lösen kann. Okay. Also Ur-Maxi-Motor. Unheimlich riesiges Teil. Wenn man das vergleicht mit so einem kleinen Ciao-Motor, der irgendwie... Ja, das ist, auch, ist etwa bis hier der Ciao-Motor. Ja. Schon ein Unterschied. Ja, ja, die Deutschen haben halt da schon Präzision gehabt. Österreich, nein, Puch ist ja Österreich. Ja, aber das geht ja fast ins Gleiche. Die Österreich und die Deutschen haben nicht Qualitätsansprüche. Da habe ich den Motor aus Revidier gekauft, Kurbelwelle. Holst du die schnell, Luca? Wo ist die? Aber der war kaputt, hä? Ja, hier sieht man es. Komplett über den Tisch gezogen. Verrostet. Wurde als laufend verkauft. Aber ich habe dir ja noch Kurbelwellen gegeben. Die ja, da war keine darunter. Die gehen nicht, oh schade. Ja. Wäre jetzt cool gewesen, wenn die gegangen wären. Aber die kann man ja neu kaufen. Ist einfach schade. Die kriegst du bei Mofakult. Mofakult und Skulterama. Ah, cool. Ja, das ist so eine geile Firma, die haben wirklich alles. Keine Werbung von meiner Seite. Nicht mehr so gut. Ah, okay, jetzt hört man es gerade. Hier ist noch ein Getriebe, oder? Auseinandergebaut. Das ist der Motor, der andere. Der zweite Motor. Also, die Gehäuse sind die Teile, die drin sind. Und die, die ich schleife, sind die Getriebe hier. Hier sieht man auch ganz gut Lochfraß. Wo sieht man das?
da unten. Wenn so der Motorrad langsam auffrisst. Oh, oh, oh. Schade, hier sieht man es auch, beim anderen Motor sieht man es noch mehr. Oh, schade. Aber die kann man noch brauchen. Und die nicht Sandstrahlen und wieder irgendwie herrichten oder so? Ja, aber nicht so gut. Was ist mit dem Ciao? Läuft das jetzt? Ist das fertig? Ja, einfach das Gaskabel habe ich. Hast du noch nicht gemacht? Ich habe es bestellt. Ah, okay. Super. Aber ich mache das wahrscheinlich morgen schon. Ah, cool. Okay, ja. Das dann wird laufen. Ja. Schon mal Gas geben? Beim Ciao. Schau, was nicht rausnehmen mit dem Kalbchen? Ja, vielleicht rausnehmen. Schau mal das kleine Kuhli. Schau mal das Kalbchen an. Das sehe ich schon. Schau da. Hui. Jö. Zwei Tage. Das hat doch so eine geile Farbe, das Ciao, das Anthrazit. Und putzt jetzt auch noch natürlich. Eieiei. Hat das einen Promo-Auspuff dran? Oh, beim ersten Kick. Gib mal Gas. Ah ja, jetzt hat noch ein bisschen kalt, weißt du? Langsam Gas. Ich kann auch nicht fahren, aber Gas, der kann man. Leider kann man nur nicht. Ja, er lernt das schnell.